Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO-Tutorial. Heute geht es um die Callouts auf das 2. Ich habe euch das Overlay wieder angemacht, damit ihr eben oben die Map seht, um das alles noch etwas verständlicher zu machen. Wir beginnen hier direkt mit dem City-Spawn. Das hier ist der City-Spawn, auf dem wir ja gerade rumdackeln. Hier geht es über City-Ramp. Das ist City-Ramp. Hinauf auf A-Long. Das hier drüben, dieser Aufbau, nennt sich Fast Cat, weil man hier direkt hochkommen kann auf A-Short und A-Short führt eben zu Catwalk. Aber das hier ist eben jetzt erstmal Fast Cat und das hier vorne, diese Nische hier, ist Elevator. Also wenn ihr hier auf Long seid und ihr seht einen City, der sich da versteckt und ihr wollt hier oben blenden, dann callt ihr jemanden Elevator. Hier können sich auch zwei Cities verstecken und sich hier hochboosten. Müsst ihr aufpassen, ne? Diese Stelle hier, das ist Cross. Das hier vorne, das hier. Hier crossed man dann auf A-Long, beziehungsweise man crossed hier City, um eben hier hochzukommen. Das Stück hier ist Ramp, das hier. Und hier oben sind direkt die Barrels. Hier steht es öfter mal eine AWP. Ich werde ja auch noch eine Gameplay-Analyse machen. Da gehe ich nochmal etwas genauer auf solche Sachen ein, falls es eben eintritt. Aber ja, hier steht öfter mal eine AWP. Das hier hinten ist Goose. Hier steht jemand auf Goose. Hier. Auch ein recht wichtiger Spot. Also, wenn ihr hier lang rusht, also von A-Short hier lang kommt und dann nur sagt links, 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 dann es könnte auch jemand bei Barrels stehen, wenn ihr nur links sagt. Also, da müsst ihr schon unterscheiden von oder zwischen Barrels und Goose eben. Also, weil hier halt einfach Goose steht. Deswegen heißt es hier auch Goose. Das hier ist A-Plat, also A-Plateau. Beziehungsweise eben einfach der Spot. A-Spot, aber das ganze Ding hier zählt als Spot. Deswegen muss man da schon etwas genauer werden. Das hier vorne ist Default. Hier ist der Default-Planting-Platz. Hier hinten ist Safe. Hier. Das ist safe, weil wenn man hier plantet, dann kann man von Short nicht gekillt werden, man kann von Long nicht gekillt werden. Und das hier ist Quad. Man kann hier auch an Quad legen für Short. Ach ja, und was ich fast vergessen hätte, ist natürlich Pizza. Das hier ist Pizza, eigentlich direkt bei dem A unter dem Pizzaschild. Darum heißt der Platz halt auch Pizza. Hier hinten haben wir noch Ninja, hier. Ab und an wartet hier ein kleiner City, smoked sich irgendwie bis zur Bombe durch oder flasht sich durch und versucht dann die Bombe Ninja zu diffusen. Aber es ist schon echt schwierig, zumal es hier auch wirklich ein langer Weg ist bis zum Bombenspot. Aber ja, das hier ist A-Short, dieses Stück. Hier kommen wir direkt zu Stairs. Es erklärt sich von selbst, warum das hier Stairs heißt und auf welche Fläche das hier wohl begrenzt ist. Ich habe hier schon einige Stairs Pit sagen hören, zu diesem Eck hier oder Stairs Hole. Also es hat einige Namen. Auf einer offiziellen Karte konnte ich den Spot jetzt hier nicht direkt benannt finden. Aber wenn ihr A-Short Stairs sagt, dann ist es klar, dass er hier in diesem Bereich, vielleicht sogar hier irgendwo steht. Weil ich meine, wenn jemand hier Stairs callt, kann er ja innerhalb von einer Sekunde auch hier lang gelaufen sein. Oder hier lang. Oder eben da hoch. Also es ist natürlich grundsätzlich immer der Bereich so mit 3-4 Metern um den genannten Spot. Das hier ist Cat. Und das hier ist Cat Boost. Hier drauf. Hier kann man halt auf Ninja schön schauen. Also wenn hier ein City steht, dann hat er meistens no chance, wenn man sich hier so ein bisschen hochdrückt und mit einer AWP und hin und her. Kommt dann auch auf Smokes drauf an, die hier vielleicht liegen und so weiter und so fort. Wir kommen nun zur Xbox. Das hier ist die Xbox. Die wird auch sehr gerne gesmoked von den Tees, damit sie hier ungestört entlang laufen können. Denn wenn hier eine Smoke liegt, kann der Spieler auf CT mit, das ist dieser Bereich hier, eben nicht auf Short gucken und auch generell nicht großartig da hochschauen. Also das ist schon echt eine coole Smoke. Die Smokes habe ich im letzten Tutorial gezeigt. Also alle das zwei Smokes. Das hier ist Catwalk nach wie vor. Es wird unterschieden zwischen Catwalk und Cat. Stairs und A-Short. Es gibt sehr, sehr viele, die halt einfach Short sagen, ne? Also Short-Mid, die sich irgendwie behelfen, weil sie die Calls nicht genau kennen. Die wissen, dass das hier Short ist bis hier. Und um sich zu behelfen, sagen sie halt sowas wie Short-Mid oder Xbox-Short und so weiter und so fort. Aber die richtigen Namen bzw. Bezeichnungen sind hier halt einfach Catwalk bis hier. Und das ist Cat, damit ihr schön unterscheiden könnt. Hier City-Boost, Stairs und so weiter. Wir gehen mal wieder Richtung City. Das hier sind die Mid-Doors, das ist auch ziemlich verständlich. Zwei Türen-Doors auf Mitte, eben Mid. Das hier ist City-Mid. Und City-Mid geht eigentlich bis hier. Das ist dieses ganze Stück. Aber es unterteilt sich nochmal in Scaffold, also Gerüst, dann Window. Und hier haben wir B-Boxes. Hier geht gerne mal ein T hin, nachdem geplantet wurde. Und schniedelt da so ein bisschen runter. Wobei er hier aber auch recht leicht zu holen ist. Window wird natürlich auch gerne geschaut. Hier oben stehen jetzt eher selten Leute. Also man kann sich da draufstellen auf dieses Gerüst. Es ist natürlich eine Posi, die man nicht so erwartet. Also auf Scaffold. Man sieht denjenigen auch nicht, wenn man hier angeschlappt kommt. Er steht halt dann da hinten so in der Ecke. Und kann dann die Leute so gemütlich wegklatschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man hier gesehen wird, ist man halt auch schnell hin. Hier habe ich des Öfteren auch schon Stones gehört. Also speziell diese Position. Ich wüsste nicht, dass das eine Position ist, die man tatsächlich aktiv spielt. Dass man sagt, Leute, ich gehe Stones. Ist auch kein offizieller Name, beziehungsweise das habe ich so auch nicht als offiziellen Namen gefunden, aber es soll ja auch direkt so ein bisschen Taktik-Guide werden, darum, ja, und so weiter. Kommen wir nun zu B, wie gesagt, da oben ist Window und hier sind die B-Doors. Hier sind wir auf B, das ist der gesamte B-Spot, wobei der sich stark unterteilt und zwar einmal in K, dann hier in Closet, das hier ist das Closet, das hier ist Dog,
Und das hier vorne ist Fence, auch ziemlich einfach wegen dem Zaun. Das ist B-Plat, also B-Plateau. Hier ist die Big Box. Die CT-AWP steht meistens hier oder hier hinten bei den Barrels und lässt sich aber eher so von der Big Box eben decken. Dann gibt es noch Backplat, also das hintere Plateau. Hier steht die AWP auch recht gerne, weil man sie eben auch wegducken kann und sich schützen kann somit. Hier hinten, naja, wenn der Baseboard schon belegt ist, dann kann es sein, dass hier mal ein Tee steht und eben wartet, dass hier diffused wird oder wie auch immer. Und der eigentliche B-Plant-Spot, dieses Stück hier, hier kann überall geplantet werden. Unterteilt sich nochmal in Backside, das hier ist die Backside. Hier ist wie gesagt das Window und oft steht jemand hier an der Window. Und das hier vorne ist Default. Ein großer Teil der Spieler legt die Bombe hier in diesem Bereich, denn da sind sie beim Planten geschützt von hier. Da steht man natürlich hier viel offener. Hier sehe ich die Bomben eher selten ab und dann wird auch hier hinten hingelegt, aber ich lege sie persönlich sehr, sehr oft hier hin. Also wenn man von Tunnels durchrusht, kann man hier gut die Bombe planten und ist doch mittelmäßig gut geschützt. Kommen wir nun zu den Tunnels. Das hier sind die Tunnels, beziehungsweise Upper B und das hier unten, hier sind die Tunnel Stairs und das hier unten ist Lower B, beziehungsweise Lower Tunnels. Da müsst ihr ganz genau hinhören, beziehungsweise euch Tunnels auf jeden Fall einprägen. Ich weiß, für die alten Hasen unter euch, früher hat das alles Cutters geheißen, also Lower Cutters, Upper Cutters und sowas. Aber mit CSGO kam irgendwie der Umschwung auf Tunnels, ich weiß nicht genau warum, aber nun ja, Lower Tunnels, Tunnel Stairs, Upper Tunnels. So Lower B und Upper B habe ich eigentlich noch nie gehört. Das steht halt hier zusätzlich mit dabei. Hier Tunnels Eingang, also Tunnels Entrance. Und hier kommt dann direkt Outside Tunnels, das hier. Eigentlich ist das alles hier Outside Tunnels. Dennoch würde ich hier Tunnels Entrance dazu sagen, wenn ihr halt wirklich jemanden seht, wer hier reinschlappt. Das hier ist wie gesagt alles Outside Tunnels. Und hier kommt T-Plat, also T-Plateau. Das kommt öfter mal vor, dass hier eine AWP und dann das Scout steht und die CTs eben von B kommen und dann hier crossen, Richtung Mitte gehen und natürlich auch nach hier oben schauen. Und hier oben auf T-Plat steht halt dann des Öfteren mal ein T rum. Hier ist der T-Spawn. Das ganze Stück hier, da kann man einiges machen. Das hier ist Suicide oder auch Todesgang, eben auf Deutsch, das hier. Weil es einem Suizid gleichkommt, wenn man hier lang geht und nicht irgendwie hier vorne gesmoked hat oder wie auch immer, weil dann kommt die CT-AWP und klatscht einen ziemlich brutal weg. Hier hinten haben wir Green, das Stück hier. Da stehen recht oft Leute. Gerade wenn die Tees so ein bisschen langsam spielen, stehen sie hier und scopen Richtung Short. Das hier alles ist top mit. Ist eher selten jemand. Hier wird maximal gecrossed. Das hier ist Palm. Hier steht auch gerne mal eine AWP. Das habe ich alles schon erklärt, ne? Xbox, Catwalk und so weiter. Das hier ist Outside Long. Wenn die Tees, wie gesagt, langsam spielen, dann campen sie hier in der Ecke. Oder hier drüben und so weiter und so fort. Hier eben in dem gesamten Bereich auf Outside Long. Da hinten natürlich auch das öftere mal einer. Hier sind wir in den Long Doors drin. Also dieser Raum heißt Long Doors. Nicht nur diese Doors heißen so, sondern dieser Long House wird das auch oft genannt. Diese Long Doors sind dieser gesamte Bereich. Hier kommen wir zu Blue. Das ist eigentlich so der erste Punkt, wo die Tees hingehen, wenn hier starke Feuergefechte stattfinden. Dann geht man als Tee eher selten jetzt direkt hier hin, ne? Wenn hier was steht und da, weil da bist du halt direkt down. Wenn eine passende Smoke liegt, gehen die meisten erstmal hier hin und holen dann den weg, der im Pit sitzt. Ihr habt richtig gehört, hier kommen wir zum Pit. Das hier unten ist das Pit. Da ist recht oft mit AWP zu rechnen. Also wenn ich jetzt hier ein Tee wäre und die Bombe würde hier auf A liegen, würde ich jetzt A schön ab-aimen. Als CT kann man hier auch stehen und die Tees, die da rauskommen, klatschen. Pit hat auch sein eigenes Plateau. Das hier ist Pit Plat. Von hier kann man nochmal ein bisschen besser auf den A-Spot aimen. Je nachdem, wo man die Bombe hingelegt hat. Aber man ist halt auch sehr offen. Von da könnte ein CT kommen, aber man ist direkt weg. Das hier ist A-Long. Und hier ist K. K ist auch das öftere Mal ein CT, der einen hier dann wegholt. Beziehungsweise der ganz gemein wartet, bis man gewisse Schritte gemacht hat und dann entweder close vor dir rauskommt oder vielleicht auch zwei, drei Leute passieren lässt. Da die Tees öfter mal hier vorne smoken, also die ganze Chose hier, kann man natürlich, wenn man gewieft ist, sich geschwind hier hoch boosten oder, was ich einfach persönlich gerne mache, ich stelle mich hier in die Smoke rein oder an die Smoke. Also man hört dann hier die Tees vorbeilaufen mit ihren Stiefelchen, bababababam, wie sie da rumrennen und man kann Glück haben, wenn sie einen Pistol Rush oder sowas machen, dass halt hier keine AWP steht. Man kommt dann aus der Smoke raus, also am besten hier noch so an der Wand, um halt vielleicht den letzten hier abzufangen und ab und an sind einfach alle hier und verteilen sich hier, bauen sich auf, manche gehen Richtung Short, man kann es halt hier nochmal schön die Leute wegnatzen. Also wir gehen davon aus, dass die Smoke halt noch liegt und man so hier durchgeht. Nicht mit dem Messer in der Hand. Ja, so, ne? So, man schaut sich um. Okay, keiner da. Alles klar. Peng. Wenn man als Tee hier angekommen ist, muss man ganz genau überlegen, wo man die Bombe hinlegt. Man kann die Bombe hier vorne für Pit legen. Dann hat die AWP eine sehr gute Chance, den Diffusenden zu killen. Man kann die Bombe für Short legen, beziehungsweise für Short legen hierhin. Gerade wenn man hier durchgepusht ist und einer schon auf Short frei gemacht hat oder man von Short kommt und weiß, dass Short frei ist, legt man hier schnell die Bombe hin und geht wieder Richtung Short. Die CTs müssen dann erstmal da hoch und auf diese Seite kommen und die Bombe diffusen. Und wenn ihr hier hinten jemanden oder zwei stehen habt, die euch den Rücken frei halten, könnt ihr sowas von locker die Bombe defenden. Es ist
Wunderschön. Da müsst ihr aufpassen, hier kann man durchbangen. Also durch dieses Ding. Das heißt, die AWP, die da hinten steht, kann hier auch durchbangen. Wenn ihr dann plantet und hochgeht, bam, habt ihr einen Headshot. Also das ist möglich. Das ist hier dasselbe. Das soll jetzt kein Wallbang-Tutorial werden. Ich will euch einfach nur taktisch sagen, wo ihr euch eben klug hinsetzen könnt und wo es nicht so prickelnd ist. Auf B habe ich das schon erwähnt. Die Bombe wird meistens in dem Bereich hier gelegt. Ab und an auch hier oder eben da hinten irgendwo. Und so stehen dann auch die Tees. Wenn hier gelegt ist, hier vorne, dann könnt ihr immer damit rechnen, dass der letzte Tee sich hier verkämmt. Also meistens dann hier. Hinten. Und wenn die restlichen Tees hier auf die Fresse bekommen, auf B und down sind, dann müssen die CDs ja trotzdem noch hier die Bombe diffusen. Das heißt, es reicht, wenn der Tee hingeht und blub, den diffusenden killt. Wenn die Bombe jetzt hier hinten liegt und es sind nicht mehr genug Tees da, dann bleiben die Tees eigentlich immer am Spawn, am Spot. Also wenn sie nicht mehr so viele sind, dass hier halt einer steht. Oftmals dann jemand hier oben, beziehungsweise direkt bei der Bombe. Wenn es natürlich noch 5 Leute sind, dann wird hier trotzdem einer drinstehen, ganz klar. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr als Tee spielt, dass ihr, sobald ihr auf B durch seid und, die Lage geklärt ist, dass ihr zurückgeht, mindestens einer, und Tunnels schaut, weil es passiert so oft, so extrem oft, dass alle 5 Tees bei Tunnels durchrushen, der CT, der hier Shot abdeckt, hört, oh, es wird B, und der kommt dann hier lang und kommt sehr oft bis hierhin und killt dann schon jemanden auf Plateau, bis überhaupt irgendjemand rafft, dass man hier zurückgehen muss. Es kommt dabei aufs Team an, ja, wie die Leute so schalten, wie schnell sie schalten. Es sind so Anfängerfehler, die man macht, aber die macht man dann auch nicht so oft, außer man ist bescheuert. Bei einem B-Rush ist es unangenehme, dass die CTs hier, hier, hier und hier sehr, sehr oft stehen. Mindestens an 2 dieser gezeigten Spots. Der Spot hier ist gemein, den finde ich fast noch gemeiner, denn wenn hier einer steht und hier einer steht und der ist mit euch im Feuergefecht und er killt ihn zum Beispiel, dann kommt der raus und lanzt einen von der Seite weg. Es ist eine unangenehme Sache. Der AWPler hier ist ziemlich Standard und sehr, sehr oft steht halt auch hier oben drauf jemand und das ist halt echt blöd, ne, mit einer P90 oder so. Man kommt rein, guckt erstmal links, also man steht vielleicht sogar hier, guckt zur links, dann sieht er dich oben schon, deine Waffe, und kommt runter, und gibt dir Dauerfeuer in die Seite. Ein komplettes Taktik-Tutorial würde natürlich viel, viel, viel zu lange dauern, weil es unglaublich viele Taktiken gibt. Darum gibt es ja eine Gameplay-Analyse, in der ich euch dann genau zeige, was man so machen kann, was man falsch machen kann und so weiter und so fort. Ich denke, das ist auch nochmal eine sehr wichtige Sache und auch ein Tipp für alle. Es ist wichtig, wenn ihr besser werden wollt, schaut grundsätzlich eure Spiele an. Übung macht den Meister, bla bla bla. Aber es ist extrem wichtig, dass ihr euch eure Spiele anschaut im Nachhinein. Für mich als YouTuber ist es ja Alltag, dass ich meine Spiele sehe beim Schneiden und so weiter. Da sehe ich halt auch meine ganzen Fehler. Ihr könnt nur so eure Fehler wirklich sehen. Man ist zwar beim Live-Spielen so, dass man sich denkt, fuck, was mache ich hier? Peng, oh nein, ich bin tot. Ich hätte das nicht machen sollen. Aber das verfliegt viel zu schnell im Eifer des Gefechts. Ihr nehmt davon nichts mit. Wenn ihr euch ein Gameplay anschaut, das ist es einfach. Das ist das, was euch gut werden lässt. Ja? Hier oben, Leute. Bester Spot ever. Glaubt mir das bitte. Guckt euch eure Demos an. Schaut euch eure Spiele an. Bei Watch könnt ihr eure Recent Games, eure zuletzt gespielten Spiele, könnt ihr euch einfach angucken. Also runterladen und dann anschauen. Und da könnt ihr genau sehen, was ihr für Taktik und Movement und Aim-Fehler macht. Und man muss sie sich natürlich eingestehen. Man muss sagen, fuck, was habe ich da getrieben? Ich muss das einfach verbessern. Ich werde noch verschiedene Tutorials und Guides bringen, unter anderem eben so einen richtigen Wie werde ich besser in CSGO Guide mit mehreren Teilen. Also praktisch von Low- bzw. essentiellen Tipps bis hin zu spezifischen Hinweisen. Aber dafür werde ich noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp annehmen könnt, bzw. der eine oder andere Hinweis für euch neu war. Bei Das 2 ist das eine schwierige Sache, denn Das 2 kennt eigentlich jeder. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!